Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin, hier dreht sich alles ums Thema Volleyball. Und heute zeige ich euch etwas Laufschule und Sprintschule mit der Koordinationsleiter sowie ein paar Hütchen. Bleibt dran, schaut es euch an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Heute also weiterhin etwas Athletiktraining. Schnelligkeit steht auf dem Programm. Das erreiche ich, indem ich schnelle kleine Schritte durch die Koordinationsleiter mache und das dann anschließend mit zwei Sprintbewegungen, nämlich einmal seitlich und einmal nach vorne, kombiniere. Also ich will auch genau diese drei verschiedenen Bewegungsformen haben, die ich miteinander kombiniere, sodass auch diese Kopplungsfähigkeit bei den Spielern direkt trainiert wird. Insofern geht es immer los mit der Koordinationsleiter, frontal oder seitlich, geht dann in die Sidesteps und dann in den kurzen Sprint nach vorne, 3, 4, 5, 6 schnelle Schritte, ein kurzer Antritt, wie mit der Nähmaschine sollen die Beine den Körper nach vorne treiben, das ist mein Ziel und die Bewegungen sollen maximal schnell ausgeführt werden, wobei wie immer gilt, Qualität vor Schnelligkeit, also die Bewegung muss sauber ausgeführt werden und erst dann kann ich schneller werden. Schaut es euch an.